Ja, hi, hier bin ich wieder, Sascha, und zwar heute mit Teil 3. Wir schauen uns heute im Chart Fallbeispiele an zu dem, was wir in Teil 2 besprochen haben. Welche Möglichkeiten habe ich während bzw. gegen Ende des Einzelprojekts zu investieren, um als Gewinner aus einem Börsencrash hervorzugehen? Wenn du Teil 2 nicht gesehen hast, verlinke ich dir mal hier oben den Teil 2. Da siehst du jetzt so eine Infobox und da wirst du zu Teil 2 gelangen, dass ihr euch auf jeden Fall Teil 2 anschaut und wisst, worum es jetzt hier heute geht. Und da schauen wir uns dann dementsprechend mal an, die Beispiele mit Teil 2 gemacht. Schauen wir uns hier heute mal en Detail an, wie geht das vonstatten, wo soll ich nach Möglichkeit nicht investieren, wo sind die möglichen Fehler, welche Regeln habe ich und was sind gute Fallbeispiele, um in einem Crash zu investieren. Das schauen wir uns anhand von vergangenen Beispielen mal an und von da aus, wir sehen uns gleich im Chart wieder. So, hier bin ich wieder, wie bereits versprochen, jetzt hier aus dem Chart quasi zum dritten Teil hier der Börsencrash-Trilogie und schauen wir uns hier mal ein paar Fallbeispiele an. Und ja, mal ganz kurz zur Rekapitulierung, wie ich bereits sagte, wir wollen vor allen Dingen ganz, ganz wichtig Aktien finden, Prime Standards oder große, starke Börsen, große starken weltweit operierenden Unternehmen, das sagte ich ja bereits in Teil 2. Und wichtig ist, dass wir Aktien finden dann auch in diesem Segment, wie wir bereits vorher besprochen haben, die vorher sehr stark im Bullenmarkt mit dabei waren, das heißt, die vorher auch sehr stark im Bullenmarkt waren und mit dem Crash, mit dem Börsencrash starke Verluste erlitten haben, also mindestens 50% oder mehr an Verlusten erlitten haben. Das sind so die Grundvoraussetzungen. Also Aktien, die vorher stark mit dem Bullenmarkt mitgelaufen sind und starke Verluste erlitten haben mit dem Börsencrash. Jetzt nehmen wir erstmal zwei Beispiele, die da nicht reinpassen. Ich möchte jetzt mir erstmal mit Ford anfangen. Hier sehen wir jetzt kurz Ford. Und zwar hier 2007. Ford hat sich zwar wieder gefangen, aber Ford war zum Zeitpunkt des Börsencrashs. Wir sehen das hier bereits. Hier oben war der letzte Börsencrash hier. 2000, das sieht man nicht. Und der ist hier weiter runter, hier fing bereits ein Bullenmarkt an, 2003, der vorletzte Bullenmarkt, und ist der Markt weiter runtergelaufen. Und auch zum Zeitpunkt, als es hier zum Börsencrash war, war Ford hier sehr, sehr schwach, hier 2007. Es fing im Sommer 2007 an mit dem Börsencrash. Und da war Ford bereits sehr, sehr schwach in Relation zur vorangegangenen Kursbewegung. Das ist keine Aktie, wo man sagen kann, okay, die ist vorher stark mit dem Bullenmarkt mitgelaufen, mit einem vorangegangenen Bullenmarkt, sondern eine Aktie, die eigentlich sehr schwach vorher war und auch im Nachhinein weiter schwach war. Die hat sich zum irgendwann ein bisschen gefangen, wieder ein bisschen aufgerappelt, wieder ein bisschen runter, ein bisschen seitwärts. Aber das ist keine Aktie, die wir haben wollen. Wir wollen Aktien haben, die mit dem Bullenmarkt mitgelaufen sind, die stark mit dem Bullenmarkt mitgelaufen ist. Und das war hier nicht der Fall. Wir sehen hier 2007, mit 2007 fing der Crash an. Und da war die Aktie bereits schwach, hat schon sehr, sehr stark an Wert verloren. Hier oben seit 2002, als der neue Bullenmarkt, der vorletzte Bullenmarkt schon wieder anfing, hat hier weiter verloren von roundabout 31,5 Dollar bis hier runter in Richtung 7 Dollar ein paar zerquetschte, als der Börsencrash anfing. Das heißt, das war eine Aktie, die sehr schwach zum gegebenen Zeitpunkt war. Ein weiteres Beispiel, auch ein Negativbeispiel für das, was wir nicht wollen, das war ein gutes Beispiel, ist jetzt Apple, Apple. Apple war zum Zeitpunkt des Börsencrashes sehr, sehr stark, hat aber diese sogenannten starken Verluste mit dem Crash nicht hingenommen. Wir sehen das bereits hier. Mein Apple kommt von hier ganz unten, also eine brutale Geschichte. Apple braucht man nicht drüber sprechen, das ist eine Börsengeschichte für sich. Aber die erfüllt auch unsere Kriterien nicht, weil wir sehen, hier Mitte 2007, als der Crash kam, war Apple nicht sonderlich beeindruckt. Die hat hier im Aufwärtstrend mal kurz ein bisschen nachgegeben in Relation, aber nicht so drastisch, dass ich sagen würde, okay, die hat es hier massiv nachgegeben. Die hat irgendwann, als der neue Bullenmarkt wieder anfing, mal ein bisschen nachgegeben, ein bisschen geschwächelt, aber nicht sonderlich spektakulär. Also das ist auch keine Aktie, die für uns interessant war. Die blieb mit dem Bullenmarkt weiterhin stark, respektive hat nicht diese Kursverluste hingenommen, die wir haben wollen. Jetzt kommen wir zu Beispielen, die wir haben wollen. Nehmen wir AXP, American Express, hatten wir bereits am Anfang auch schon. Ein super Beispiel. Hier das Ende des vorangegangenen Börsencrashs 2000, das war jetzt das Platzen der Dotcom-Blase, dann ist von hier aus nach oben gelaufen, von roundabout 21 Dollar hier hoch in der Spitze
Richtung $65 gelaufen. Auch in der letzten Horse konnte American Express, also in der letzten Horse, massive Gewinne hinlegen, Kapital verdreifachen. Und hier sehen wir es, Mitte 2007 ist die Aktie dann mit der Weltwirtschaftskrise zusammengestürzt. Es hat hier dann ein bisschen gedauert, aber hier ist der Markt dann wirklich zusammengesackt hier gegen Ende 2007. Konnte sich nicht mehr halten, hier kamen schon die ersten Einknickungen gegen Ende 2007, ist der Markt hier zusammengeknallt. Und wir sehen das hier, das Low nach Ende der letzten Krise. Wir haben hier über 100% an Wert verloren. Und das ist genau so eine Aktie, die ihr haben wollt. Und wenn wir hier vernünftig reinkommen, wenn wir hier unten am Boden einer kleineren Timeframe einen guten Entry finden oder eventuell sogar hier, wenn es relativ spät schon ist, aber bei $28, noch einen guten Entry finden, dann ist das optimal, weil dann haben wir hier von $28, selbst wenn wir nur bis hierhin handeln, bis zu $80, haben wir knapp Kapital für Zweieinhalbfachung, beziehungsweise wenn wir hier hochhandeln in Richtung Highs, sprechen wir sogar von Kapitalverdreifachung. Das heißt, das ist eine super Chance. Selbst wenn man hier nicht perfekt reinkommt, man kommt nie in eine Aktie am absoluten Low rein und nie am absoluten High raus. Und das ist eine Aktie, mit der man enorme Gewinne in so einer Situation mitnehmen kann. Ein weiteres Beispiel, ich will nur ein paar anführen, ist Boeing. Boeing auch ein sehr gutes Beispiel. Das sieht jetzt hier nicht so spektakulär aus, aber auch hier sehen wir, als der letzte Crash vorbei war, die vorletzte Horse begann hier 2003, hat er mal ganz gut zugelegt hier unten von $25 bis hoch in der Spitze zu knapp $107 gelaufen. Kapitalvervierfachung in der letzten Horse auch schon. Und dann kam hier der Crash, der Markt hat nachgelassen. Knapp 100%, fast 100% abgegeben mit dem Crash, mit dem letzten Crash. Und hat dann von hier unten von $32 bis $281 jetzt aktuell hier oben zugelegt. Brauchen wir nicht drüber sprechen. Selbst wenn man hier nicht optimal reingekommen wäre, aber ja, $280 aus 30, $280, das ist brutal. Selbst wenn man irgendwann nur erst hier reinkommt, wenn man sich nicht traut, bei 75 und geht irgendwann hier oben in der Bewegung raus, bei 170 hat man hier massiv eingesackt. Auch das ist ein super Beispiel für das, was wir haben wollen. Nach einem Crash, in einem Crash und hier war der letzte Crash. Wenn es nochmal dazu kommt, werden wir es auch aktiv durchgehen, dann werde ich wieder mit euch mit dabei sein, werde ich mit euch ein Video machen. Macht euch keine Sorgen. Aber ich will euch jetzt schon vorbereiten. Nehmen wir ein weiteres Beispiel, damit ihr eine Idee habt. Nehmen wir mal Disney. Kennt auch jeder. Wir haben bis jetzt American Express gehabt, das kennt jeder Mensch. Boeing kennt jeder. Disney kennt jeder. Weltweit großen operierenden Unternehmen. Das heißt, das sind genau die Unternehmen, die ich haben will. Disney sieht nicht so aus, aber wir sehen hier, nach dem Ende des letzten Crashs hier, hat der Markt trotzdem mir von roundabout $14 zugelegt, bis in der Spitze auf 36. War mehr als Kapitalverdopplung, auch wenn das nicht so ein Mörderbeispiel war, aber das war in Relation, das ist jetzt ein logarithmischer Chart, das sieht man hier relativ schwer, weil der Markt hat massiv zugelegt in den paar Jahren der vorletzten Horse und ist dann auch hier zusammengefallen und ist dann hier im Top auch wieder fast 100% abgegeben, hier die Lows von vor dem letzten Crash, nach dem letzten Crash hier unten bei $14 und da sind wir auch wieder knapp hingelaufen, hier unten in Richtung $14 ein paar zerquetschte. Und selbst wenn wir hier nicht das Low erwischt hätten, das hätten wir so optimal nicht erwischt, das ist unmöglich, wenn man hier vernünftig reinkommt, nachdem der Markt sich ein bisschen gefangen hat, vielleicht hier auf $26, dann hätte man irgendwo, wenn man hier irgendwo in den Zwischenraum raus ist, um die $100 raus ist, nicht an der Spitze kommt man auch meistens nicht rein, trotzdem Kapitalvervierfachung. Auch das ein Beispiel dafür, wie es super laufen kann. Jetzt möchte ich nochmal zum Schluss noch zwei Beispiele anführen, die jetzt charttechnisch nicht so toll sind, aber trotzdem gute Beispiele sind, weil es nicht alles Gold, was glänzt, aber es muss immer charttechnisch nicht so toll sein. Schauen wir uns mal DuPont an. Es ist charttechnisch jetzt kein Sahnestück, das heißt für alle Charttechniker, boah, die ist ja hässlich, spielt keine Rolle, wir wollen hier investieren. Wir wollen den Crash als Chance nutzen, möchten hier investieren. Charttechnisch spielt hier erstmal eine sekundäre Rolle. Auch das hier ein ganz wichtiger Standardwert. Und ja, das Unternehmen ist hier übrigens, ich stelle gerade übrigens Dow Jones Industrial Average Werte vor. Das heißt, wir sind hier im absoluten Dow Jones Industrial Average. Das heißt, absolute große Werte. Wir haben hier keine Pipifax-Unternehmen. Wir haben hier wirklich Unternehmen, die wirklich ihren Wert haben, die wirklich auch was darstellen. Unternehmen, die jeder kennt, wie Disney, Boeing, American Express, DuPont. Ja, und hier haben wir nach der Krise, lief vor der Krise hier ein bisschen schwer und wirklich ein Bullmarkt hat er hier nicht partizipieren können. Der ist hier ein bisschen angestiegen, mit der letzten Horse hier unten von $25 hochgelaufen, dann hier in der Spitze auf, ja, auf $55. Wenn wir großmütig sind, hat der Kapitalverdopplung, hat er hier ohne weiteres geschafft.
hat sich dann ein bisschen schwer getan und dann mit der Krise, mit dem Crash, das fing hier ein bisschen spät an, es kam schon die erste Rutsche hier im Crash nach unten, dann kam hier, nachdem wir das Level rausgenommen haben, die richtige Rutsche nach unten und hier haben wir mehr als 100% verloren. Seit dem letzten Crash hier unten bei 24, 25 Dollar roundabout haben wir mehr als 100% verloren. Hier sind wir auf 6,15 Dollar gefallen. Ganz brutal. Das heißt, wer hier unten irgendwo reinkommt mit einem vernünftigen Entry, und darüber können wir gerne im Webinar nochmal sprechen, über vernünftige Entries, selbst wenn du hier mit 20 Dollar reinkommst und 18 Dollar reinkommst, das Ding liegen lässt ein paar Jahre. Wir sind hier oben in der Spitze auf knapp 74. Brauchen wir nicht drüber sprechen. Hier haben wir auch locker drei Kapitalverdreifachung. Das ist brutal, was so ein Markt für Chancen bietet, wenn man es vernünftig macht, wenn man sich keine Zockerwerte, wenn man sich vernünftige Werte gibt, ist das brutal, was man nach einem Crash aus dem Markt rausholen kann. Natürlich, wie ich schon sagte, mit dem dementsprechenden Cojones und auch vernünftig reinkommen. Jetzt möchte ich last but not least nochmal 3M anführen. Auch ein stabiles Unternehmen, was tatsächlich auch nicht so top ist. Und auch hier sehen wir, hier seit der letzten Low hier, seit Ende der letzten Krise auf roundabout 42, sei hier in der Spitze hoch auf 96,5. Das heißt, auch der hätte Kapitalverdopplung erreicht. Auch das war jetzt vorher beim letzten Bullenmarkt jetzt kein Überflieger, aber er hat trotzdem Kapitalverdopplung erreicht. Das muss ich auf der Zunge zergehen lassen. Ist dann auch hier mit dem Crash hier 2007. Wir sehen das hier an dem Level bei 84 nach unten geballert. Hat auch knapp über 100% abgegeben. Die Lows von 2001, bevor der Bullenmarkt begann. Hier die Lows. Und knapp 100%. Selbst wenn man hier irgendwann bei 62 Dollar reingekommen wäre, der Wert steht jetzt hier oben auf 240 Dollar. Das heißt, selbst wenn man hier spät irgendwann reinkommt und nicht so die Eier hat, bekommt man hier immer noch die Möglichkeit, sich vernünftig zu positionieren und hier ist locker auch Kapitalverdreifachung drin. Was ich damit sagen will, das ist natürlich über viele Jahre, muss man so einen Wert natürlich halten, das ist klar, aber hier entstehen Chancen. Hier stehen richtige Chancen. Und das wollte ich euch mit dem Fallbeispielen hier nochmal aufzählen. Es gibt noch ganz, ganz viele andere Fallbeispiele. Und wenn euch das wirklich interessiert, dann gebt dem Video einen Daumen hoch, weil wenn wir mindestens 200 Daumen hoch bekommen oder 5000 Views bekommen, bis Mitte Januar werde ich Mitte Januar ein kostenloses Webinar zu dem Thema machen. Das heißt, für alle, die möchten, werde ich dann das hier, was wir jetzt hier in den Fallbeispielen machen, nur all Details machen, wie gehe ich vor mit Stops, dann könnt ihr Fragen stellen etc. pp. Das heißt, lasst euch jetzt mal ein bisschen Zeit und wenn das dementsprechend einschlägt, Mitte Januar, wir schauen mal rein hier, ja, wir nehmen am besten dann auch hier Donnerstag, den 11. Januar, würde ich ein kostenloses Webinar machen zum Thema Cash and Crash, also sprich, wie ihr wirklich den Crash als eure Chance nutzt und das Crash, also die Crash auf das Positive zu nehmen. Und da könnt ihr nochmal Fragen stellen, on Detail gehen. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr einen Monat Zeit, kriegen wir 200 Daumen hoch und mindestens 5000 Views und das sollten wir locker kriegen. Dann werde ich hier ein kostenloses Webinar zu machen. Wenn wir die 200 Views und die 5000 Views, die 200 Likes vorher erreichen, mache ich das Webinar gerne auch noch dieses Jahr, wenn es dann zeitlich passt und nicht gerade auf Heiligabend fällt. Aber wie gesagt, spätestens am 1. Januar, wenn wir es bis dahin zusammen haben, bekommt ihr das kostenlose Webinar von mir und dann gehen wir ohne teilen, dann könnt ihr mir Fragen stellen, dann könnt ihr mich löchern, wie ihr möchtet und dann gehen wir auch noch auf Stop-Management ein, wie man optimalfall damit umgeht. Ja, so viel hier nochmal mit ein paar Fallbeispielen, damit ihr mal ungefähr einen Richtwert habt, wo das hinlaufen könnte, wie das funktionieren könnte. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dementsprechend Daumen hoch, teilen, wie gesagt, nur Support ist kein Mord. Ich danke euch fürs Zuhören. Ciao, ciao, euer Sascha. Thank you.